Wahnsinn beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Verdammt richtig. Und deswegen machen wir das jetzt auch mal. Was steht denn hier eigentlich? Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Ja, das hoffe ich doch mal für euch, ne? Was diese Männer wirklich gefährlich macht, ist ihr Glaube. Sie glauben an die Sonnenkönigin und werden von nichts zurückschrecken, um sie zurückzubringen. Ja, ne, das ist auch ein bisschen scheiße, ne? Die komischen Freaks haben uns jetzt erstmal unsere Waffen abgenommen. Schlecht gelaufen, würde ich sagen. Hättest du Matthias erschossen, wäre das Ganze jetzt vielleicht vorbei. Tod hoffen. Ist das nicht einer von unseren Jungs? Nein. Okay, aber vielleicht habe ich ihn gerettet. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall einen Pfeil reingeballert. Aber es scheinen nicht allzu viele überlebt zu haben hier unten. Es aussieht. Oh. Oh ja. Vielleicht. Sorry. Ist das auch entzündlich? Vielleicht nicht. Ja. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Überlebensinstinkte? Okay. Warte, was? Ach ne, hier nicht. Es war nur eine Ratte, die geglitzert hat. Wo ist er? Wo ist er? Sie findet ihn nicht, er versteckt sich, er versteckt sich. Ich versteck dich gleich mal, Kollege. Und down. Ja, ist schon schlecht, dass du nichts anhast, ne? Das Feuer brennt sich direkt in deine Knochen. Erbärmlicher Mistkerl. Da ist übrigens Gas. Dieses Gas ist sehr hochentzündlich. Du bist da übrigens gefangen. Also werde ich dich nicht töten. Fick dich. Auf der Suche nach Ärger begonnen. Ich soll dich nicht so zurücklassen? Du hast es nicht anders verdient. Ist mir egal, ob du hier zufällig reingeraten bist. Oder nicht. Wer für die Typen kämpfen will, hat Pech. Ich hab noch einen Pfeil, oder was? Jo. Geil. Aber egal, ich hab ja noch meinen. Mein Schläger hier. Den ich benutzen kann. Erstmal aufdrehen, das Gas. Das macht super Spaß. Ist hier noch einer? Nein.
So, Freiheit, Leute, Freiheit, würde ich sagen. Seid frei und verbreitet. Ein Wunder, dass noch nicht alles hochgegangen ist. Vielleicht müssen wir die Öffnung in der Grube wieder verschließen. Wenn's lose ist, überlassen wir es der nächsten Schicht. Hey, lasst euch nicht zu lange Zeit. Ich will weiterspielen. Ja, ja, ja. Was ist, wenn die Unheiligen rausfinden, wie man die Scheiße anzündet? Scheiße. Okay, okay. Okay, well, fuck. Kill him. Kill him with fire. With Kraft. Okay, der ist auf jeden Fall ein bisschen gepanzert. Ich habe keine andere Waffe, ne? Ja, nee, ist schlecht. Ah, mit anderen Waffen. Und zack. Come on. Haha, Trottel. Das war's mit euch. Keiner von denen hat irgendwie eine Pistole bei oder so. Das ist schon ein bisschen enttäuschend. Egal, ich werde die trotzdem looten. Denn sie bluten. Wie viele Pfeile habe ich jetzt eigentlich? Was? Schon wieder voll an Pfeilen? Okay, das ging schnell. Licht. Aus. Und, make some fire! Und ein Buch lesen. Alicia, Schätzchen. Ich wollte das nicht schreiben, aber ich muss. Denn es ist vielleicht meine letzte Chance. Deine Mama ist in Schwierigkeiten. Und ich bin möglicherweise eine sehr lange Zeit weg. Ich weiß nicht, wann und ob du das hier je liest. Aber du sollst wissen, dass ich für dich gekämpft habe. Alles in meinem Leben war für dich. Die Jobs, weg von zu Hause, das gesparte Geld, die vielen Opfer. Ich bedauere, was du jetzt alles ohne mich durchmachen musst. Falls ich nicht zurückkomme, suche Conrad Roth. Du kennst ihn nicht, aber er ist der beste Mann, den ich je getroffen habe. Und er ist dein Vater. Du hast deine Augen. Du bist das Licht meines Lebens. Und ich liebe dich über alles. Ich bin schuld an dieser Misere. Ich muss das wieder gut machen und für uns einen Weg rausfinden. Okay, dann machen wir das doch mal. Das dürfte ja jetzt kein Problem mehr sein. Wir sind ja jetzt wieder krass, denn wir haben wieder Pfeile. Hier ist auf jeden Fall zu, geschlossene Gesellschaft. Und hier ist auf jeden Fall... Hä? Kann ich hier irgendwas... Warte mal, Überlebensinstinkte? Ah, der Rauch, ist klar, ist klar, ist klar, okay. Da kann ich doch bestimmt... Aber das bringt gar nichts. Ah, okay. Ich habe das gerade ein bisschen missverstanden. Ich muss hier irgendwie klettern. An der Wand, da kann ich klettern, aber das war's dann auch schon. Aber guck mal, da ist... Da geht's auch hoch. Okay. Von da aus hier rüber? Nein. Dahinter ist doch was. Und hier ist ein Lager? What? Scheiß Drecksgas schon wieder. Sehr gut, das hat funktioniert. So, Lara, nicht rasten, denn wer rastet, der rostet. Du weißt das und deswegen geht's direkt weiter. Ein paar Teilchen sammeln. Was ist das? Oh, schon wieder ein Ding. Amulett, ein Souvenir.
Sieht nach frühem 18. Jahrhundert aus. Ich erinnere mich, dass schwarze Seidenfächer bei Begräbnissen bedeutender Adliger benutzt wurden. Dann ist ja gut, dass du dich daran erinnerst. Wichtig, wichtig. Ich hoffe, du erinnerst dich auch daran, deine Freunde zu retten. So, well. Ah, kann man auch nicht ziehen. Okay, dann lassen wir das. Lassen wir das einfach erstmal sein. So, gut. Dann klettern wir mal hier hoch. Den Weg, den wir gerade freigeschlagen haben. Es ist still. Ich glaube nicht, dass sie da unten ist. Nein, nein. Gehen? Nein, wir müssen sicher sein. Durchsuchen wir die Grube. Hey, was ist da unten los? Oh, hey, Matthias schickt uns. Wir sind auf sein Befehl hier. Einige Vollstrecker haben es gesagt. Er war es nicht persönlich. Er will einen der Gefangenen. Den neuen, der gerade gebracht wurde. In Ordnung. Scheiße! Hier rüber! Jetzt bist du dran! Von wegen. Du bist dran! Zeit für ein Duell! Oh oh. Nein. Headshot bleibt Headshot. Okay, das war vielleicht ein bisschen unbeholfen. Aber noch besser als gar nichts zu tun. Okay, das hat doch funktioniert. So halbwegs. Ich dachte eigentlich, mit der Explosion könnte ich sie alle auslöschen, aber da waren wohl mehr Feinde, als ich dachte. Und deswegen hat es nicht ganz funktioniert, aber ist ja auch egal. Wir haben es trotzdem irgendwie geschafft. Ja, dann war. Lass dich doch einfach mal fallen. Ich meine, das ist doch. Ist doch okay. Man muss auch nicht immer klettern. Ah, die hat die Explosion auf jeden Fall erwischt. Nicht schlecht. Da haben wir uns wenigstens ein bisschen was vom Hals geschafft. Noch ein Geocache. Aber hier oben ist auch nichts mehr, ne? Ne, nur der Typ, der tote Typ. Hier geht's noch hoch. Da ist noch ein Bärchen. Ein lecker Schmecker Bärchen. Und dann geht's hier, denke ich mal, weiter, weil wir durch die Tür nicht kommen. Da sieht aus, als würde sie einfach auf dem Boden krabbeln, anstatt an der Wand. Aber gut. Lass uns nicht darüber diskutieren. Fuck you. Ja, leck mich fett! Bringt uns die Dämmerung, die den Weg zeigen mag. Euer Platz ist jetzt bei den Solari-Brüder. Erhebt eure Stimmen! Reißt die Sonnenkönigin! Opportunist, okay. Schnauze! Hey, Headshot! Kollege. Bruder! Ich zeig dir gleich meinen Bruder! Du Bastard. Ja, so schaut's nämlich mal aus. Da kommt die Schwester einmal und klatscht euch einfach mal weg. Easy going, sag ich. Easy fucking going. Da geht's offensichtlich weiter. Was beten die hier ein? Sieht ein, auf jeden Fall sehr creepy aus. Erinnert mich fast ein bisschen an die Leute aus Skyrim. Ja.
Okay, ich glaube, ich habe gerade ein bisschen...